Unser Planet ist ein Lebewesen wie ihr und ich. Nur viel, viel größer. Und Thalamus da oben im Gehirn? Was sagt er denn zu diesem ganzen Problem? Ich habe ihm Briefe geschickt, dass der Planet bald am Kollabieren ist, aber er hat nicht geantwortet. Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Oh, kümmere dich nicht um die Lungen oder das Herz. Konzentrier dich mal lieber auf dein Gedicht. Du, Natura, bist wunderbar. Ich bitte dich, heirate mich. In dieser Nacht der beiden Monde strahlte für mich eine Sonne. Hast du dieses Gedicht geschrieben? Ein Gedicht? Machst du Witze? Ich schreibe keine Gedichte. Das Gehirn lenkt alles und wenn es nicht vernünftig arbeitet, kann auch der Rest nicht richtig funktionieren. Meine Rose, als wir durch die Wüste wanderten, habe ich an dich gedacht und mich sehr einsam gefühlt. Wir waren auf dem weiten Weg zum Gehirn des Riesen, um diesen Planeten zu retten und hatten uns gerade ein wenig ausgeruht. Lass mich. Nein! Nein, nicht schon wieder! Yes. Ah, lass mich endlich in Ruhe, du durchgedrehter Federsack! Ich bin doch kein Hahn! Fuchs, Fuchs, wach auf! Das Huhn, Hilfe! Es verfolgt mich! Er ist losgerannt, einfach so! Oh nein, mich kriegst du nicht! Wir müssen ihn zurückholen! Ach, ein Glück, da bist du ja! Ja, und ich hoffe, wir verschwinden bald von diesem Planeten, weil mir dieses Huhn wirklich zu schaffen macht, weißt du? Ganz ruhig, Fuchs. Du hast nur schlecht geträumt. Gut, wenn sowieso alle wach sind, lasst uns weiterlaufen in Richtung Gehirn. Ja, aber ich weiß gar nicht mehr, wo wir sind. Eigentlich kenne ich mich gut aus auf dem Riesen, aber wenn alles Wüste ist, verliert man völlig die Orientierung. Da drüben, seht ihr das? Diese komische Form. Was könnte das wohl sein? Das werden wir gleich sehen. Seht euch das an. Unglaublich. Da sind also eure ganzen Briefkästen. Ein Brief aus der Gegend der weiten Ebenen. Alle Flüsse sind ausgetrocknet. Von den Einwohnern der Schulter. Ihr Weizen ist nicht gewachsen. Und der hier? Was steht in dem drin? Das ist mein Brief an Thalamus. Ich habe ihm geschrieben, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern. Die Finsterlinge haben diese ganzen Briefe gestohlen. Wir müssen Thalamus warnen. Aber Natura, das ist streng verboten. Das Gehirn darf niemand betreten. Du kennst doch die Vorschriften. Du hast es immer noch nicht kapiert, oder? Manchmal muss man die Vorschriften missachten. Sie hat recht. Vergiss die Vorschriften. Dieses eine Mal. Ich glaube, Thalamus steht unter dem Einfluss der Schlange. Er ist nicht mehr er selbst, Rico. Du kannst dich nicht mehr auf ihn verlassen. Vielleicht musst du mal auf dich selbst vertrauen. Du hast ja recht. Das hätte ich schon früher tun sollen. Ich hätte zu Thalamus gehen müssen. Dann los jetzt! Im Mondschein dein Gesicht erstrahlt, in holder Schönheit wie gemalt. Die Augen wie zwei Sternenfeuer. Natura, wie bist du mir teuer? Wenn wieder die zwei Monde scheinen, will ich mein Leben mit deinem vereinen. Oh nein! Mehr fällt dir nicht ein, junger Mann. Willst du das Herz deines Mädchens erringen, musst du perfekte Reime ihr bringen. Diese Chance willst du doch nicht vertun, oder? Ich will ein Mozzarella-Eis. Wasser. Wir brauchen Wasser. Es ist so heiß. Kleiner Prinz, vergiss nicht. Wenn du deinen Planeten vermisst, kann ich dir helfen. Ich war so erschöpft von der Hitze, dass ich nicht mal mehr meine Kräfte einsetzen konnte. Ohnmächtig lagen wir in der glühenden Sonne, dem sicheren Tod geweiht.